Boris Ahlers, das freut mich ganz besonders im Hammsport-Interview. Aces Ahlen Hamm mit dem Jugendkonzept der Stadt ausgezeichnet worden bei der Sportgala heute. Ich habe schon seit 2-3 Jahren gesagt, wann sind denn mal unsere American Footballer dran? Und deswegen bin ich ganz stolz, du aber auch. Ja, auf jeden Fall. Ist eine tolle Sache. Hätten wir gar nicht mit gerechnet, dass das so Beachtung findet. Und ist eine tolle Veranstaltung. Also wir sind ganz begeistert. Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, vor einigen Jahren, 2003 im Herbst, habt ihr begonnen auf irgendeinem Aschenplatz in Ahlen. Anfang 2004 war ich dann damals nochmal da zum ersten Interview. Da war das eine ganz kleine Gruppe. Da habe ich noch gedacht, da sind so positive Spinner. Aber wirklich positiv, die wollen hier was machen. Hättest du eigentlich damals geglaubt, dass die Entwicklung dann so rasant ist? Wahrscheinlich eigentlich schon. Aber auch wirklich dran gedacht? Nein, auf keinen Fall, weil ich sag mal, meine persönliche Motivation damals das Spielen war und Football eigentlich nur in ganz Deutschland aus ein paar Senioren bestand, die das gespielt haben, ein bisschen Juniorensport. Heute ist der American Football in Deutschland so durchstrukturiert wie andere Sportarten auch. Das heißt, wir haben die große Chance, nach überall hin zu wachsen, tun wir auch gerade. Wir machen gerade eine neue Mannschaft, eine U10, weil immer mehr Leute mit immer kleineren Kindern kommen und sagen, hör mal, wir wollen auch was anderes machen, wir wollen mit Helm und Pad spielen, wir wollen mal irgendwo richtig knallen lassen. Und das kann man nur im Football, das ist ganz klar. Ihr seid schon so gut. Große Turniere, die früher in Berlin in der Hauptstadt gespielt worden sind, die habt ihr den quasi weggeschnappt, weil ihr in Hamm gesagt habt, das kriegen wir hin und habt alle Energie da reingesteckt und da muss man auch schon sagen, Chapeau, super. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, wir haben unsere Energie. Ich muss es ganz ehrlich sagen, wir sind im Senior-Football ja nicht die erfolgreichsten in NRW, das wirft man uns auch mal vor. Allerdings sind wir die, die mit den tollsten Strukturen haben. Ist eine super Stadt, wir haben eine super Unterstützung, hat sich heute wieder gezeigt. Und wir haben bessere Bedingungen als so mancher Bundesliga-Club. Und das ist halt auch ein Verdienst der Stadt, der Umgebung, auch der Presse. Euer Verdienst an dieser Stelle auch schönen Dank. Ja, wir sind ja nur Unterstützer, aber ihr habt schon viel Arbeit geleistet. Geht auch so weiter, also Vereinsstrukturen hast du angesprochen und du kämpfst ja immer für immer noch mehr Mitglieder und sagst, kommt zu uns, wir sind gut. Würdest du jetzt an dieser Stelle zum Abschluss auch sagen? Auf jeden Fall. Also kommt, wir brauchen ab 6 Jahre junge Mädchen und nach Open End. Mittlerweile haben wir Damen, die sind über 50 und spielen Flag Football und sind ganz begeistert, dass es sowas gibt. Unglaublich, habe ich auch noch nicht gewusst. Boris Ahlers von den Aces Ahlen Hamm, bestes Jugendkonzept bei der Sportgala 2010. Dankeschön. Alles klar. Danke.